Meine Damen und Herren, ich eröffne die 50. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und begrüße Sie, unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Medienvertreter und Medienvertreter sehr herzlich. Ich würde jetzt auch darum bitten, dass ein bisschen Ruhe hier im Plenarsaal einkehrt, damit Sie verstehen, was ich anzusagen habe. Geschäftliches. In der nächsten Plenarsitzung am 12. Dezember wird das Haushaltsgesetz 2020-2021 mit dem Haushaltsplan für das Land Berlin für die kommenden zwei Jahre in zweiter Lesung beraten. Die Fraktionen haben sich einvernehmlich darauf verständigt, dass diese Plenarsitzung bereits um 9 Uhr beginnt. Ich höre dazu keinen Widerspruch, dann darf ich dazu das Einvernehmen des Hauses feststellen. Ich darf auch bereits ankündigen, dass die Sitzung am 12. Dezember auch nach dem bisher bekannten Ablaufplan deutlich über 19 Uhr hinaus dauern wird. Dann habe ich noch Folgendes mitzuteilen. Die Fraktion der FDP hat ihren Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Ursachen, Konsequenzen und der Verantwortung für die Entlassung des Leiters der Gedenkstätte Hohenschönhausen, Dr. Hubertus Knabe, Drucksache 18/1655, zurückgezogen. Das gilt aber nur für diese Drucksache. So sieht man ja. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD sowie gleichlautende Anträge der Fraktion Die Linke sowie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Ein Mietendeckel für Berlin. Antrag der CDU zum Thema Niemand hat die Absicht, bezahlbare Wohnungen zu bauen. Linke will Kritiker mundtot machen, fällt in ihre Vergangenheit zurück und Mietern in den Rücken. Antrag der, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich schwierig. Ich bitte um mehr Ruhe. Antrag der AfD-Fraktion zum Thema Mietendeckel stoppen, bevor Berlin damit vor die Wand fährt. Und Antrag der FDP zum Thema Die Gedanken sind frei. Dies muss auch weiter für Meinungen gelten, kein Maulkorb und keine Sanktionen für den BBU. Jetzt muss die Koalition zeigen, was sie unter Demokratie versteht. Die Fraktionen haben sich auf das Thema der Fraktion Die Linke, einen Mietendeckel für Berlin, verständigt. Somit werde ich gleich dieses Thema für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Die anderen Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Die Koalitionsfraktionen beantragen die Vertagung der beiden Wahlen zu Tagesordnungspunkt 5, Drucksache 18/2270, Wahl von einer Abgeordneten zum Mitglied des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung sowie einer Abgeordneten zum stellvertretenden Mitglied des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Und Tagesordnungspunkt 6. Drucksache 18/2313, Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums des Lettevereins Stiftung des öffentlichen Rechts. Die CDU hat der Vertagung widersprochen. Wird zu den beiden Vertagungsanträgen die Erteilung des Wortes gewünscht? Ja, bitte schön, Herr Kollege Zillig. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Koalition beantragt die Vertagung der Tagesordnungspunkte 5 und 6. Ich möchte das wie folgt begründen. Erstens, wir haben hier in der vorletzten Plenarsitzung erlebt, wie mit der Folge erheblichen Schadens für dieses Parlament und vor allem für den Verfassungsgerichtshof von Berlin eine Absprache über die Wahl einer Kandidatin nicht funktioniert hat. Damit ist das jahrelang erprobte Verfahren interfraktioneller Zusammenarbeit gebrochen. Zweitens, nun gibt es unterschiedliche Darstellungen darüber, woran das gelegen hat. Ich denke, die Konsistenz und auch für den unvoreingenommenen Betrachter kann es hier kaum zwei Meinungen geben. Aber das kann dahingestellt bleiben. Fakt ist, die Absprachefähigkeit der CDU mit der Mehrheit in diesem Haus steht in Frage. Das Vertrauen in den Bestand entsprechender Absprachen besteht nicht mehr. Drittens, um neuen Boden für das gegenseitige Vertrauen in Absprachen zu schaffen, bräuchte es wenigstens die Bereitschaft der Fraktionsvorsitzenden öffentlich zu erklären,
für das Einhalten der Absprachen und damit für die Wahl der Kandidatinnen in ihren Fraktionen entsprechend der Absprachen zu werben. Diese Bereitschaft existiert entsprechend der Äußerungen der Führung der CDU seitens der CDU nicht. Was sie stattdessen einfordert, ist ein Mitspracherecht bei der Kandidatinnenauswahl, in diesem Fall meiner Fraktion. Sie versucht also, aus dem Bruch der Absprache einen politischen Landgewinn zu erzielen. Das widerspricht dem verabredeten und gebrochenen Verfahren und kann natürlich nicht Grundlage für neues Vertrauen sein. Fünftens, um weiteren Schaden vom Parlament und von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten abzuwenden, wird die Koalition zunächst Wahlen, die von der Absprachefähigkeit zwischen CDU und Koalition betroffen sind, vertagen. Sechstens, uns ist bewusst, dass dieser Zustand so schnell wie möglich überwunden werden muss. Wir hoffen, dass auch die CDU die Tragweite der Ereignisse in der vorletzten Plenarsitzung erkannt hat. Der Ball, um hier weiterzukommen, liegt nun bei der CDU. Für die Gegenrede hat jetzt Herr Kollege Evers das Wort. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kollege, zunächst habe ich jetzt wenig dazu gehört, aus welchen Gründen Sie nicht vorhaben, die frei gewordenen Positionen, zum einen den stellvertretenden Sitz im Kuratorium des Lettevereins sowie bei der Landeszentrale für politische Bildung nachzubesetzen, sondern Sie haben aus Ihrer Sicht nachbereitet Ereignisse und Ergebnisse der vorletzten Plenarsitzung, namentlich die Ergebnisse der geheimen Wahl. Und auf beides lege ich an der Stelle Wert. Zum ersten geheim, zum zweiten Wahl zur Besetzung des Landesverfassungsgerichts. Zunächst einmal erlaube ich mir an der Stelle erneut, wie schon am Tag selbst geschehen und seitdem kontinuierlich, den Eindruck zurückzuweisen, dass es hier an irgendeiner Stelle eine kollektive Verweigerungshaltung der CDU-Fraktion gegeben hätte. Ganz im Gegenteil, es ist verfahren worden wie besprochen. Es haben sich alle Kandidaten in den Fraktionen vorgestellt. Es ist darauf hingewiesen worden, wer die Vorschlagsrechte hat, und anschließend fand hier im Plenum eine geheime Wahl statt, deren Ergebnis wir alle miteinander zur Kenntnis zu nehmen haben und auch zu respektieren haben. Und wenn Sie allen Ernstes behaupten, Schaden für das Landesverfassungsgericht dadurch abzuwenden, dass Sie hier den Letteverein und die Landeszentrale für politische Bildung in Geiselhaft Ihrer fehlerhaften Interpretation dieses Wahlgangs nehmen wollen, dann desavouieren Sie, glaube ich, dieses Haus in bisher nicht gekannter Art und Weise. Ich weise außerdem zurück, dass der Ball im Feld der CDU-Fraktion liegt, denn zu keiner Zeitpunkt ist das Vorschlagsrecht der Linksfraktion für die Besetzung des offenen Postens am Landesverfassungsgericht, an dem wir ein dringendes Interesse haben, in Frage gestellt worden. Was wir vermissen, ist ein genau solcher Vorschlag, denn nur dadurch lässt sich die entstandene Situation beheben. Ich kann Ihnen noch einmal versichern, dass dieses Vorschlagsrecht nicht in Frage gestellt wird, dass wir im Gegenteil ein hohes Interesse daran haben, hier zu einer raschen Besetzung der Position zu kommen, dass wir uns auch auf die Vorstellung jedes Kandidaten, jeder Kandidatin sehr freuen und dem nächsten Wahlgang in diesem Hause entgegensehen. Vielen Dank. Ich lasse dann abstimmen zunächst über den Antrag auf Vertagung zum Tagesordnungspunkt 5. Wer die Wahl eines Mitgliedes, eines stellvertretenden Mitglieds für das Kuratorium der Berliner Landeszentrale für politische Bildung vertagen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, Gegenstimmen. Das sind alle Oppositionsfraktionen und die drei Fraktionslosen. Ersteres war die Mehrheit, dann ist das vertagt. Nun lasse ich über den Antrag auf Vertagung zum Tagesordnungspunkt 6 abstimmen. Wer die Wahl eines stellvertretenden Mitglieds für das Kuratorium des Lettevereins vertagen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind ebenfalls die Koalitionsfraktionen, Gegenstimmen, die Oppositionsfraktionen und die drei fraktionslosen Kollegen. Dann ist ersteres die Mehrheit abgelehnt. Ich frage Vorsitzender, gibt es Enthaltung? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch diese Wahl vertagt und die Tagesordnungspunkte 5 und 6 werden nicht aufgerufen. So, dann verweise ich auf die Ihnen vorliegende Dringlichkeitsliste, auf der für diese Sitzung nur ein Vorgang verzeichnet ist. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung vom 11. November 2019 und die Dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses vom 27. November 2019, Drucksache 18-2334, zum Entwurf eines vierten Landesgesetzes über das öffentliche Glücksspiel als Tagesordnungspunkt 3a zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass diesem Vorgang die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch höre ich nicht, dann ist die Tagesordnung so beschlossen. Dann darf ich auf die Ihnen vorliegende Konsensliste hinweisen und stelle fest, dass auch dazu kein Widerspruch erfolgt. Die Konsensliste ist damit so angenommen. Weiterhin darf ich Ihnen mitteilen, dass Herr Senator Dr. Lederer erkrankt ist und Frau Senatorin Breitenbach bis zum Nachmittag entschuldigt ist. Sie nimmt an der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in Rostock teil. Die Art und Weise, wie die Krankmeldung eben hier von einigen Kolleginnen und Kollegen kommentiert wurde, halte ich für ein Parlament nicht angemessen. Es kann jeden von uns mal treffen. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 1, die Aktuelle Stunde, zum Thema ein Mietendeckel für Berlin auf Antrag der Fraktion Die Linke. Für die Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. In der Runde der Fraktionen beginnt die Fraktion Die Linke und Frau Gottwald hat das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Berliner Verfassung garantiert das Grundrecht auf Wohnen. Sie untersagt zudem jeden Missbrauch wirtschaftlicher Macht in Artikel 24. Wohnen ist für alle existenziell. Wenn die Jagd auf Rendite den Wohnungsmarkt ergreift und das Grundrecht auf Wohnen unterminiert, dann ist die Zeit reif für eine Intervention. Die Aufgabe der Politik ist es, Grundrechte nicht nur auf dem Papier, sondern in der realen Welt durchzusetzen. Die Koalition stellt sich dieser Aufgabe. Berlin hat einen angespannten Wohnungsmarkt. Hinter diesem technischen Begriff verbirgt sich viel Angst, Not, Verdrängung und soziale Spaltung. Wir reden von Gentrifizierung. Vor mehr als 10 Jahren galt der Begriff als linksextrem und mancher geriet durch seine Verwendung ins Fadenkreuz des Staatsschutzes. Heute sieht das Bundesverfassungsgericht die Verhinderung von Gentrifizierung als öffentliche Aufgabe an. Die Spaltung der Stadt setzt sich von innen nach außen fort. Gierige Zocker haben nicht unerhebliche Teile des Wohnungsmarktes übernommen. Sie sehen die Stadt als Beute und missbrauchen vielfach ihre wirtschaftliche Macht. Die Mittelwerte des Mietspiegels erhöhten sich seit 2013 um 21,3%. Der Reallohnindex erhöhte sich jedoch nur um 11,4%. Die Mieten steigen wesentlich schneller als die Einkommen, die Miete frisst Einkommen. Dieser Prozess unterliegt einer enormen Beschleunigung, da vor allem die Angebotsmieten ungebremst in die Höhe schnellen. Sie haben sich 2006 verdoppelt. Die Mietpreisbremse des Bundes hält diesen Prozess nicht auf. Sie ist völlig unzureichend. Auch der konsequente Einsatz der wenigen Instrumente des Landes bremste den Auftrieb leider nicht. Wir müssen und werden diesen Prozess stoppen, denn er reißt die Stadt auseinander, gefährdet das soziale Miteinander und unterminiert das öffentliche Interesse. Die Koalition wird daher mit dem Mietendeckel 4 wesentliche Stellschrauben in den Markt einziehen. Erstens, wir untersagen grundsätzlich für 5 Jahre Mietsteigerungen. Zweitens, wir entfernen die Falle der explodierenden Angebotsmieten. So werden Mietsteigerungen bei Neuvermietung unterbunden und es wird eine Mietobergrenze eingezogen. Drittens, wir begrenzen die Umlage bei Modernisierung, um den Anreiz zu nehmen, hier weiter Schindluder zu treiben. Viertens, wir schaffen die Möglichkeit, völlig überhöhte Mieten abzusenken. Bei all dem schützen wir Vermieter vor unzumutbaren Risiken durch eine ausgewogene Härtefallregelung. Wir haben dabei vor allem sozial verantwortliche Kleinvermieter im Blick. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen... Nein, danke. Keine Zwischenfrage.
Wir brauchen die Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften und vor allem mit den Genossenschaften, mit denen wir konstruktiv im Gespräch bleiben wollen. Seit Monaten jammern und klagen organisierte Kreise von Eigentümern. Ja, es geht um viel Geld, das nicht mehr in ihre Taschen fließt, sondern beim Mieter verbleibt. Ja, das ist so gewollt, das ist Sinn und Zweck des Gesetzes. Der Mietendeckel ist keine Benefizveranstaltung für verarmte Mieter. Er ist der gebotene Eingriff des Sozialstaates, um der strukturellen Unwucht am Wohnungsmarkt Einhalt zu gebieten. Es ist völlig unangebracht, deswegen den Untergang des Abendlandes heraufzubeschwören oder hier so rumzuschreien. Wir verbieten nicht die Mieten. Wir verbieten nur die Anhebung der Miete für eine überschaubare Zeit. Wir stürzen auch nicht Vermieter in eine wirtschaftliche Notlage oder schmälern die Substanz ihres Eigentums. Wir schmälern nur den Gewinn, den sie daraus zielen. Es gibt kein Recht auf Rendite, aber es gibt eine Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Und wer dies aus dem Auge verloren hat, den führen wir mit dem Berliner Mietendeckel wieder auf den rechten Weg. Das öffentliche Agieren zahlreicher Unternehmen und ihrer Verbände ist unterirdisch. Sie verbreiten Panik, unhaltbare Prognosen über drohende Katastrophen, Beschimpfungen im Netz und erpresserische Ankündigungen. Aggressiver Immobilienlobbyismus pur, einfach nur schrill war das. Haus und Grund rief gar zu Mieterhöhungen auf. Man wähnte sich im falschen Film. Nun folgt eine Kundgebung. Die Presse spielte bereits suffisant mit dem Motto, Mieten in Berlin sollen steigen. Naja, wir werden sehen. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen... Nein, danke. Die Gegner des Mietendeckels versteigen sich so zu absurden Thesen. Die Wirtschaft breche ein. Wir erinnern uns an die Kampagne gegen das Mindestlohngesetz. Es führe die Wirtschaft in den Abgrund oder gar sei verfassungswidrig. Nichts dergleichen trat ein. Der Mietendeckel wird die Wirtschaft eher beleben, denn die Kaufkraft, es ist schön, dass Sie so viel Spaß haben, wird hier noch vergehen. Ja. Der Mietendeckel wird die Wirtschaft eher beleben, denn die Kaufkraft der Berliner wird sich erhöhen und unmittelbar hier in die Zirkulation fließen und nicht auf Konten internationaler Anleger. Es drohe der Untergang der Branche, die ja bekanntlich am Hungertuche nagt. Da lobe ich doch mal die Chefs der Deutschen Wohnen, was ich nicht oft mache. Die haben auf ihrer letzten Konferenz ihre Aktionäre beruhigt. Der größte Berliner Wohnungsanbieter hat durch den Mietendeckel in 5 Jahren 330 Millionen Euro Mindereinnahmen. Das ist für die Peanuts. Da steigt die Aktie eben etwas weniger. Die dickste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist die These, der Mietendeckel verhindere den Neubau. Jetzt können Sie wieder brüllen. Auch hier möchte ich die Branche selbst anführen. Der recht bekannte Bauunternehmer Klaus Groth präsentierte vor Tagen sein neues Projekt in Lichterfelde Süd. Das ist zwar umstritten, aber umstritten scheint nicht, dass es profitabel ist. Groth erklärte der Presse, der Mietendeckel berühre sein Bauvorhaben überhaupt nicht. Der größte Feind des Neubaus ist nicht der Mietendeckel, sondern der explodierende Bodenpreis. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Wer den Neubau ankurbeln will und insbesondere den preiswerten Neubau, das ist unser erklärtes Ziel, der muss die Bodenpreise senken. Wir werden uns diesem Feld zuwenden. Davon habe ich bei Ihnen von der Opposition noch gar nichts gehört zu diesem Thema. Der Feind des Neubaus ist nicht der Mietendeckel, sondern sind insbesondere auch die hohen Renditen, die mit dem Bestand erzielt werden. Von 2010 bis 2018 hat sich der Umsatz mit Immobilien, hier mehrheitlich für Wohnraum, von 8 Milliarden auf 17,3 Milliarden mehr als verdoppelt. Kaufen und Verkaufen schafft keine einzige Wohnung, sondern treibt nur deren Preis in die Höhe und infolgedessen die Mieten. Dieses Geschäftsmodell ist so überflüssig wie ein Kropf.
Es schafft keinen realen Wert, sondern nur höhere Kosten für die Mieter. Sie zahlen die Gewinne aus dem Handel mit ihren Wohnungen. Man kann den Mietendeckel auch als eine Art Investitionslenkung ansehen, zugunsten des Neubaus. Der Mietendeckel hat Zähne und wird Wirkung zeigen. In Berlin, aber auch darüber hinaus. Was es zu beweisen galt: Politik kann handeln. Wir können im Interesse der Berliner Mieter regulierend in den Markt eingreifen. Es gibt eine Alternative zum Mietenwahnsinn. Klatschen Sie ruhig, Herr Chayab. Ja. Und vielleicht noch ein Wort zum Gutachten der CDU vom Institut der Wirtschaft in Köln. Das sagt ja nun voraus, die Maßnahmen der Koalition werden dazu führen, dass die Mieten sinken und auch die Immobilienpreise. Und ich würde sagen, schönen Dank, das war eine gute Nachricht, das hat uns sehr geholfen. Ansonsten können wir uns gleich auf dieses Wirtschaftsvoodoo, wo es bestimmt nachgebetet wird, einstellen. Ein letztes: Wir erfreuen uns in Berlin einer sehr quirligen und wehrhaften Mieterbewegung. Ihnen möchte ich hier danken. Sie versäumen wirklich keinen Anlass, die Politik an ihrem Auftrag zu erinnern, offensichtlich mit viel Erfolg. So macht die Koalition jetzt Nägel mit Köpfen, der Mietendeckel kommt. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat jetzt Herr Abgeordneter Kräft das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Gottwald, eins muss ich Ihnen schon sagen: Das, was Sie hier als perfide Kampagne in den letzten Wochen gegen Unternehmen gefahren haben, ja, gegen Kleinstvermieter und vor allen Dingen gegen Verbände, die Koalitionsfreiheit haben, ist ganz klar völlig weg vom Grundgesetz, völlig weg von jedem ethischen Maßstab, völlig vorbei. Das haben Sie heute wieder bewiesen, Frau Gottwald. Meine Damen und Herren, wir als CDU-Fraktion lesen dieses jetzt vorliegende Gesetz ab, und ich möchte Ihnen gerne in drei Punkten sagen, warum. Erstens: Es verstößt gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, und ich sage Ihnen auch, es ist eine neue Dimension. Es ist eine neue Dimension in der Geschichte auch des Landes Berlin, der Demokratie dieses Landes, dass es Ihnen egal ist, dass Sie ein grundgesetzwidriges Gesetz diesem Parlament vorlegen. Das ist eine neue Qualität. Zweitens lehnen wir es ab, weil die Eingriffe in das private Eigentum, die Sie vornehmen, schwerwiegen und durch die Bemühungen und gegen die Bemühungen des Senats abgewogen werden müssen. Zehntausende von Sparern und Kleinvermietern sind betroffen, und im Übrigen auch sehr, sehr viele Menschen, die beispielsweise nur in eine Riester-Rente investiert haben und Immobilien ja ihnen immer als sicher angepriesen wurden, gerade bei diesen Produkten, die übrigens auch von der Bundesregierung gemacht wurden, an denen die SPD beteiligt worden ist. Und drittens, und ich glaube, das ist sogar der wichtigste Grund, kann ja jeder unterschiedlich sehen, weil es ein zutiefst ungerechtes Gesetz ist. Zutiefst ungerecht, und ich sage Ihnen auch gerne, warum. Natürlich ist es nach wie vor so, dass im Verhältnis der mehr verdient, der vermögender ist am Kurfürstendamm, weniger zahlt als der im Marzahn am Helene-Weigel-Platz wohnt. Das haben Sie nicht beseitigt. Zweitens: Es wird und ist unstrittig, nicht nur im IW-Gutachten, es wird für Menschen mit geringeren Einkommen in Berlin schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu finden, weil selbstverständlich der Neubau einbrechen wird. Drittens: Nach der Studie des IWs bei den Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und den Arbeitsmarkt werden insbesondere Menschen getroffen mit mittleren und kleineren Einkommen. Die werden darunter leiden, nicht die mit höchsten Einkommen, meine Damen und Herren. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt: Sie lösen kein einziges Problem. Und das wissen Sie ganz genau, dass Sie mit Ihrem sogenannten Mietendeckelgesetz kein einziges Problem lösen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr, dass es den meisten in der Koalition und im Senat, die dieses Gesetz beschlossen haben, darum geht, Mieterinnen und Mieter zu schützen. Es geht Ihnen um die Vermieter. Es geht Ihnen darum, Stimmung zu machen. Es geht Ihnen darum, private Investoren von Berlin fernzuhalten. Die Vertreter der Linken haben es in Gesprächen ganz, ganz offen gesagt. Ihre Ideologie ist,
Für jede gebaute Wohnung kommt Geld nach Berlin oder wird Geld genutzt. Sie wollen kein Geld in der Stadt haben, Sie wollen keinen Zuzug, Sie wollen keine privaten Investitionen. Es geht Ihnen im Kern um Enteignungen. Darum geht es Ihnen. Es geht ihm um Enteignungen. Die Berlinerinnen und Berliner übrigens finden keine Zwischenfragen. Vielen Dank, Herr Präsident. Grundsätzlich keine. Die Berlinerinnen und Berliner finden den Mietendeckel gut. In der Tat, aber sie glauben nicht daran, dass die Mieten sinken in der gleichen Umfrage. Was die Berlinerinnen und Berliner aber ablehnen, sind Enteignungen. Und das ist ihr eigentliches Ziel. Sie wollen die Menschen enteignen in Berlin. Es gibt ja diejenigen, die sagen, der sogenannte Mietendeckel wäre ihr wichtigstes Vorhaben in dieser Legislaturperiode. Na, da muss ich mal ehrlich sagen, das spricht ja auch nicht gerade für diese Regierung, denn es ist ihnen erst Anfang dieses Jahres eingefallen. Es ist einigen eingefallen als Antwort auf die Enteignungsinitiative. Die Idee gab es davor noch überhaupt nicht, einen Mietendeckel einzuführen. Und deswegen die eigentliche Enteignung, die Entwertung von Eigentum ist das eigentliche Ziel der bestimmenden Kräfte dieser Koalition, meine Damen und Herren. Die Gesetzesinitiative will Eigentümern und Investoren das Leben schwer machen, von Berlin fernhalten und damit infolge eines Sanierungsstaus und sinkender Eigentumswerte preiswerte Aufkäufe für das Land Berlin oder öffentliche Gesellschaften möglich machen. Hilft es den Berlinerinnen und Berlinern? Nein, meine Damen und Herren, es hilft ihnen kein Stück. Sie machen Politik auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Schon heute fehlen nach Ihrem gestern vorgelegten Wohnungsmarktentwicklungsbericht bei einer Versorgungsquote von 93,3% über 150.000 Wohnungen in Berlin. Es fehlen beispielsweise insbesondere barrierefreie Wohnungen. In den kommenden 10 Jahren, nach Ihrem eigenen Bericht, werden weit mehr als 10.000 barrierefreie Wohnungen gebraucht. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass im Berliner Verwaltungsdschungel irgendjemand in der Lage sein wird, Härtefallklauseln zu beantragen. Wohnungsbaugenossenschaften werden keine Darlehen beantragen. Sie werden den Umbau in Barrierefreiheit einstellen. Daran sind Sie schuld. Das werden wir den Menschen auch sagen, meine Damen und Herren. Es gibt nach diesem Gesetz und nach dem Auslaufen, wann auch immer es ist, hoffentlich früher als später, keinen rechtssicheren Mietspiegel mehr, den die Senatorin Anfang dieses Jahres noch selbst unterschrieben hat mit den Eigentümern und Vermietern. Sie haben ihn unterschrieben und er ist in wenigen Monaten sozusagen abgeschafft worden. Keinen rechtssicheren Mietspiegel mehr. Sie spielen vollkommen auf Effekt. Alle marktregulierenden Instrumente sind nach diesem Gesetz dem Mietendeckel zerstört. Heute, morgen und übermorgen. Das haben Sie zu verantworten, meine Damen und Herren. Sie schaffen, und das haben wir schon mal an dieser Stelle diskutiert, für insbesondere die Stadtrandbezirke, Spandau, ja, auch Bezirke wie Marzahn-Hellersdorf, schwierige Problemlagen in Kiezen, weil natürlich Menschen, die keine andere Möglichkeit haben, in Wohnungen ziehen werden, die sehr, sehr preiswert sind. Und die Innenstadt wird gentrifiziert. Auch das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Gentrifizierte Innenstadt und sozial schwierige Lagen an den Stadträndern, meine Damen und Herren. Und was passiert eigentlich, wenn das, was Sie ja billigend in Kauf nehmen, viele Berlinerinnen und Berliner und Neuberliner nach Brandenburg ziehen? Ja, ist ja ganz klar. Die Infrastruktur bricht zusammen. Kein zusätzliches ÖPNV-Angebot und P&R-Parkplätze wollen Sie ja auch nicht bauen, meine Damen und Herren. Alles, was in Ihrem eigenen Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ist mit diesem Gesetz obsolet. Und ich zitiere aus dem gestern von ihm vorgelegten Wohnungsmarktbericht: Die Zahl von 20.000 Neubauwohnungen, die bis 2021 gemäß dem Zwischenbericht des STEP Wohnens 2030 zufolge pro Jahr nötig wären, um die Nachfrage zu decken, wird voraussichtlich nicht erreicht. Damit werden auch nach 2021 eine höhere Zahl von Fertigstellungen über 10.000 Wohneinheiten hinaus notwendig. Wir sind der Überzeugung, ja, dass dieser STEP Wohnen schon bei Beschluss Makulatur gewesen ist. Sie brechen Ihren eigenen Koalitionsvertrag und die eigenen Ziele mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, können Sie ja nachlesen bei Marx, Der Markt wird in Mangelgesellschaften immer einen Weg finden.
Und er wird diejenigen belohnen, die höhere Mietpreise und höhere Kaufpreise bezahlen. Und die Schwächeren in der Stadt werden darunter leiden, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit Ihres Gesetzes. Und deswegen müssen wir das Angebot an Wohnungen in der Stadt massiv vergrößern. Und bitte gerne, Sie haben ja nicht mal nachgelesen, Frau Gottwald. Wenn Sie im Masterplan der CDU nachgelesen hätten, wie wir im Jahr 2018 beschlossen hätten, hätten Sie gelesen, dass wir beim Wucherparagrafen etwas machen wollen. Sie machen sich nicht einmal die Mühe mit Bayern und anderen Bundesländern, die diesen Weg gehen, die Bundesratsinitiative zu starten und den Wucherparagrafen zu verschärfen, weil es Ihnen nicht um die Mieterinnen und Mieter geht, sondern um puren Populismus, meine Damen und Herren. Und Herr regierender Bürgermeister, es ist völlig richtig, dass Sie heute dazu reden, in Ihrer Zeit als Fraktionsvorsitzender und der Zeit von Frau Lomscher im Senat, 10 Jahre Rot-Rot. Was haben Sie dazu beigetragen? Was haben Sie dazu beigetragen, während Bezirke schon angefangen haben, Wohnungsmarktentwicklungskonzepte zu entwickeln, alle sozialen Infrastrukturflächen zu sichern, wie Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf es beispielsweise zuerst getan haben? Hat Frau Junge-Reyer beim Runden Tisch Tourismus, legendär, wird ja heute in der Stadtgesellschaft überall erzählt, 2016 noch gesagt, auf gar keinen Fall wird Berlin wachsen, wir brauchen keine neuen Wohnungen. Das war Ihre Koalition, Rot-Rot, Sie, Herr regierender Bürgermeister, Sie, Frau Lomscher, Sie sind mit an der Misere schuld, dass wir zu wenig Wohnungen haben in Berlin. Ein letztes Zitat aus Ihrem gestrigen Bericht, ein letztes Zitat: Ein funktionierender Wohnungsmarkt wird letztlich daran gemessen, ob dem aktuellen Bedarf der Nachfrageseite ein adäquates Angebot geboten werden kann. Das stellen wir in Frage. Das muss ein Eingangssatz bei der Klage vom Bundesverfassungsgericht und vom Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin sein. Die Berlinerinnen und Berliner leiden unter ihrer ungerechten Politik, und genau deswegen werden wir dieses Gesetz, sofern es beschlossen werden sollte, beklagen. Wir lehnen es aus tiefster Überzeugung ab. Sie schaden den Mieterinnen und Mietern dieser Stadt, meine Damen und Herren. Und ich ende mit jemandem, der Ihnen ja nicht fremd sein dürfte. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann ist der Zweck unheilig, meine Damen und Herren. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Frau Kollegin Spranger das Wort. Verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, Herr Greff hat gestartet mit einem Satz: Eines muss ich Ihnen schon sagen. Frau Spranger wird jetzt ebenfalls mit dem Satz beginnen. Herr Greff, eines muss ich Ihnen schon sagen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie völlig, völlig an der Mehrheit Ihrer eigenen Wähler vorbeireden? Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Und es zeigt einfach nur die Rede, wie weit Sie von Ihren eigenen Wählern entfernt sind. Und wenn es Ihnen nicht in den Kram passt, was die Wählermeinung ist, dann ist Ihnen auch der eigene Wähler völlig egal. Völlig egal. Und eine Sache war ja nun das Schärfste. Da sagt er doch glatt weg: Zuzugsstopp. Na, wer hat denn hier bitte von Zuzugsstopp gesprochen? Das kann man ja wohl im ZDF-Heute-Journal als Abspann wunderbar nachvollziehen. Herr Greff, das waren Sie. Sie haben nicht nur die CDU blamiert, Sie haben nicht nur die Stadt blamiert, Sie haben auch sich selbst blamiert. Und dann stellen Sie sich hierher und sprechen so davon, Sie mussten zurückrudern, weil Ihre CDU gesagt hat: Um Himmels Willen, Herr Greff, was haben Sie denn jetzt gemacht? Mit dem Mietenspiegel, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Mietendeckel setzen wir ein ganz klares Signal für über 3 Millionen Berlinerinnen und Berliner, die Mieterinnen und Mieter unserer Stadt sind.
Diesen Menschen müssen wir ihre Ängste nehmen. Es geht genau um die Polizistinnen, um den Polizisten, um die Pflegekräfte, um die Erzieherinnen und Erzieher und viele andere mehr. Um all die, die den ganzen Tag schauen und dafür arbeiten, dass unsere Stadt, unser Berlin läuft. Wir haben einen Hebel gefunden, um die Mietbelastung in unserer Stadt zu begrenzen. Und diesen Hebel werden wir auch nutzen, damit Berlin eine bezahlbare Stadt, eine Stadt für alle bleibt. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Evers von der CDU zu Nein. Haben. Der Mietendeckel von der CDU ist schon mehr als genug gesagt worden. Das muss ich mir nicht anhören. Der Mietendeckel wird die Menschen unserer Stadt entlasten. Das ist Kern unserer Politik. So verstehen wir unseren Auftrag, auch als Regierungspartei, als SPD, das Leben der Menschen in unserem Berlin sozial gerecht zu gestalten. Das tun wir, indem wir einerseits dafür sorgen, dass die Kosten des täglichen Lebens nicht aus dem Ruder laufen. Der Mietendeckel wird dafür sorgen, dass nicht immer mehr vom Gehalt oder von der Rente für die Miete draufgeht. Auch die kostenlose Kita, das kostenlose Schülerticket und die Gebührenfreiheit an den Hochschulen tragen dazu bei, dass Berlin ein Zuhause für alle ist und bleiben wird. Um nur einige zu nennen. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lute zulassen. Nein, die reden doch alle noch. Auf der anderen Seite stärken wir die Haushaltseinkommen. In allen Landesunternehmen gibt es nur noch unbefristete Arbeitsverträge. Sehr, sehr wichtig. Mit dem neuen Haushalt werden wir alle Angestellte bis zur E13 eine Berlin-Zulage erhalten. Auch das sehr, sehr wichtig. Das ist gelebte sozialdemokratische Politik. Unsere Vision einer bezahlbaren Stadt, und die setzen wir konkret um als rot-rot-grüne Regierung. Und deshalb, ja, haben wir als Berliner Sozialdemokraten als erstes diese Idee für diesen Mietendeckel als Landesgesetz in den politischen Raum eingebracht. Ja, vor 10 Monaten wurde der Vorschlag erstmals von uns öffentlich gemacht. Im März diesen Jahres haben wir ein entsprechendes Gutachten als SPD-Fraktion veröffentlicht und damit die Basis für den Mietendeckel gelegt, der nun am Dienstag vom Senat beschlossen wurde. Für uns war von Anfang an klar, und so steht es auch in unserem Fraktionsbeschluss, ein Mietendeckel ist die beste, preisgünstigste und konsequenteste Möglichkeit, leistungslose Vermietungsgewinne auf Kosten der Berlinerinnen und Berliner zu begrenzen. Ja, ich gebe zu, wir betreten alle miteinander auch juristisches Neuland. Ja, die Bundesländer schauen auf uns, wollen es gerne auch genauso weiter nachziehen. Und ja, in einer Koalition ist es ein Gesetz, was natürlich auch auf Kompromiss gearbeitet ist, und das ist gut so. Rot-Rot-Grün sendet eine klare politische Botschaft mit diesem Mietendeckel. In nicht mal einem Jahr haben wir eine neue gesetzliche Regelung gefunden und setzen diese gemeinsam um. Der Mietendeckel wird die steigenden Mieten aufhalten und eine echte Entlastung für alle Mieterinnen und Mieter dieser Stadt werden. Aber der Mietendeckel ist auch kein Selbstzweck. Er ist unsere Reaktion auf eine Schieflage am Wohnungsmarkt. Wir alle wissen, wir haben in der Stadt einen dramatischen Wohnungsmangel. Die Wohnungsreserve in der Stadt hat sich innerhalb weniger Jahre verschlimmert. Wir haben einen Leerstand von nicht mal mehr 1% in der Stadt. Für uns ist klar, und ich gehe davon aus, dazu gibt es auch Konsens im gesamten Haus, wir brauchen in Berlin zusätzlichen Wohnraum, um den Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen.
Um es deutlich zu sagen, ein funktionierender Wohnungsmarkt ist nur dann gegeben, wenn wir ein ausreichendes und bezahlbares Angebot für die vorhandene Nachfrage haben. Und das kann in einer wachsenden Stadt nur bedeuten, dass wir natürlich neue Wohnungen bauen. Der Mietendeckel verschafft uns die Zeit, die bestehende Wohnungsknappheit zu beenden. Und diese Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir nutzen. Wir haben... Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schlüsselburg von der Fraktion... Nein, alles gut. Wir haben bereits in der letzten Legislaturperiode, verehrte CDU, angefangen, den Wohnungsneubau zu beschleunigen. Wir haben die Wohnraumförderung wieder eingeführt und Grundstücke an die landeseigenen Wohnungsunternehmen und auch an Genossenschaften vergeben. Schauen Sie zum Beispiel, das habe ich hier schon einmal in einer Rede gesagt, auf das neue Stadtquartier in Adlershof. Hier haben wir als SPD schon in der letzten Legislatur gezeigt, wie gelebte Genossenschaftsförderung aussieht. Dort haben wir mehrere Genossenschaften Grundstücke zur Verfügung gestellt bekommen, wo über 1.300 neue Wohnungen entstanden sind. Rund 2.000 Menschen haben dort in den letzten Jahren ein neues Zuhause gefunden. In Zukunft werden wir mit den Genossenschaften auch über die 14 neu zu schaffenden Stadtquartiere selbstverständlich reden. Und dort ist es natürlich auch unser Wunsch, dass wir 25% der Grundstücke an Genossenschaften vergeben möchten. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die Genossenschaften und auch die private Bauwirtschaft sind für uns in der SPD-Fraktion wichtige Partner bei diesem Vorhaben. Natürlich wissen wir, dass es auch gerade hier viel Kritik gibt. Aber Kritik muss man aushalten und miteinander reden. Auch bei der Einführung des Mindestlohns gab es Befürchtungen, die sich letztendlich nicht bewahrheitet haben. Und wir schützen den Markt auch ein bisschen mehr, indem wir sagen, wir wollen etwas tun. Welche Kritik ich aber nicht akzeptiere, ist die Kritik aus der CDU. Die CDU zeigt nämlich dort, wo sie selbst Verantwortung für den Wohnungsbereich trägt, wie wenig sie für die Belange der Mieterinnen und Mieter tut. Weder im Neubau noch bei der Mietenregulierung. Und das sehen wir in den Bezirken. Bei den Baufertigstellungen in den letzten Jahren liegen die CDU-geführten Bezirke Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf ganz weit hinten. Reinickendorf ist auch genau der Bezirk mit den wenigsten Baugenehmigungen. Ihre eigene schriftliche Anfrage, Herr Graf, vom August dieses Jahres hat genau das zutage gefördert. Und noch eins, die CDU wirbt für die Offenhaltung von Tegel, was den Bau von mindestens 10.000 Wohnungen verhindern würde. Aber ich habe es ja schon gesagt, die Nöte auf dem Mietmarkt sind der CDU nun mal egal. In den Bezirken bauen sie nicht und im Bund verhindern sie echten Mieterschutz. Und deshalb, wir müssen den Mieterinnen und Mietern die Angst nehmen, dass sie einfach mal 5 Jahre ohne Angst an den Briefkasten gehen und diesen öffnen können und diese Angst nicht haben müssen, dass sie eine Mieterhöhung drin haben. Wir wollen, dass alle in Berlin ihre Miete bezahlen können. Und wenn Sie das nicht sehen, dann haben Sie leider den Kontakt, verehrte CDU, zu den Menschen in dieser Stadt total verloren. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat jetzt Herr Abgeordneter Scholtysek das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, über Spanien lacht die Sonne, über Berlin die ganze Welt. Den Spruch kennen Sie alle und solange es dabei nur um eine Flughafenruine im Südosten ging, war es vielleicht tatsächlich immer nur eine bittere Lachnummer.
Was aber mittlerweile hier passiert, ist nur noch absurd. Absurd und geradezu kafkaesk. Meine Damen und Herren, vor 30 Jahren fand das Ereignis statt, das als Mauerfall in die Geschichte einging. 1989 befreiten sich die Bürger der DDR und Ostberlins von Unterdrückung, Unfreiheit und Zwangsenteignung, die ihnen durch den sozialistischen Unrechtsstaat widerfahren war. Absurderweise sitzt die offizielle Rechtsnachfolgerin der SED, die Linke, hier und heute, 30 Jahre später, wieder auf der Regierungsbank in Berlin. Honeckers Brüder und Schwestern im Geiste regieren heute die Hauptstadt Deutschlands. Es ist geradezu ein Treppenwitz, dass ausgerechnet diejenigen, die maßgeblich für den Verfall der gesamten DDR verantwortlich sind, nun wiederum diejenigen sind, die das Ressort Stadtentwicklung und Wohnen innehaben. Jedem, der die DDR bewusst erlebt hat, sind die verfallenen Häuser und die gesamte verrottete Infrastruktur noch bildhaft in Erinnerung. Und genau diese Partei, unterstützt von SPD und Grünen, macht sich nun mit dem sogenannten Mietendeckel auf, eine neue sozialistische Ära in der Hauptstadt einzuläuten. Berlin gerät 30 Jahre nach dem Mauerfall in den planwirtschaftlichen Würgegriff einer neuen sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Gelernt ist halt gelernt. Meine Damen und Herren, wer im Sommer durch Berlins Straßen ging, brauchte nicht lange zu suchen, bis er die ersten Plakate mit Slogans fand wie Sozialismus statt Freiheit oder auch Mietendeckel und dann Enteignung. Unterzeichnet Die Linke. Was beinhaltet denn nun dieser Mietendeckel, der ja ganz offensichtlich der erste Schritt in die Enteignung darstellen soll? Erstens ein generelles Verbot von Mieterhöhungen. Zweitens staatlich verordnete Obergrenzen für Mieten. Drittens das Recht zur Mietabsenkung durch den Mieter. Viertens Mieterhöhungen nach Modernisierung, die höher als 1 Euro pro Quadratmeter ausfallen sollen, werden grundsätzlich verboten. Und das Ganze gilt bereits rückwirkend zum 18. Juni diesen Jahres. Diese Regelungen betreffen rund 1,5 Millionen Mietwohnungen, also rund 80% aller Wohnungen in Berlin, und werden eine Vielzahl von Vermietern in größte finanzielle Bedrängnis oder sogar in die Insolvenz treiben. Auch wird es kaum noch Investitionen in Mietshäuser geben. Jeder Vermieter wäre ja verrückt, wenn er ab sofort auch nur 1 Euro mehr in sein Objekt stecken würde als absolut notwendig. Schließlich muss er ja jetzt Rücklagen bilden, jetzt noch mehr als ohnehin. Der Leidtragende wird übrigens in vielen Fällen der Mieter sein und diejenigen, die Wohnungen suchen, denn Neubau wird es auch kaum noch geben. Der Neubau ist zwar nicht direkt betroffen, aber kaum ein Investor wird sich in Berlin auf das Abenteuer Wohnungsvermietung einlassen, wenn er damit rechnen muss, demnächst sogar noch enteignet zu werden. Meine Damen und Herren, solange nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob und in welchem Umfang all dieser Wahnsinn überhaupt rechtlich abgesichert ist, wird dieser Mietendeckel zum 100%igen Investitionsdeckel in Berlin. Inklusive Arbeitsplatzverlusten und Existenzbedrohung, hauptsächlich im Bauhandwerk. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt zu dem vernichtenden Ergebnis, dass dieser Mietendeckel mit größter Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig ist. Er verweist darauf, dass Mietrecht Bundesrecht ist. Nach der Regel Bundesrecht bricht Landesrecht, dürfte dieses Gesetz gar nicht in Kraft treten. Allein schon deshalb, weil das BGB gar keine Öffnungsklausel enthält, die ein zusätzliches Landesrecht gestatten würde. Sie hebeln also hier das Rechtsstaatprinzip, wonach es für den gleichen Sachverhalt keine unterschiedlichen Regelungen geben darf, komplett aus. Auch das Bundesinnenministerium ist der Meinung, dass dieses Gesetz gegen das Grundgesetz verstößt. Ist ihnen aber gänzlich egal. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz, das nun im Eilverfahren durch die Ausschüsse und das Plenum getrieben werden soll, wirft sehr viele Fragen auf.
Und ich frage daher den Senat, ist dieses Gesetz überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar? Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf unmissverständliche Aussagen. Ich frage den Senat, wie wurde die Verfassungsmäßigkeit geprüft? Wer hat sie geprüft? Gab es bei der Prüfung Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und wo sind die Ergebnisse einsehbar? Und ich frage den Senat, warum legen Sie ein Artikelgesetz vor und kein Einzelgesetz? Hält der Senat selbst eventuell Teile des Gesetzes für verfassungsrechtlich besonders bedenklich? Wollen Sie damit verhindern, dass es in der Normenkontrolle komplett gekippt wird? Oder was sind ansonsten die Gründe für die Ausgestaltung als Artikelgesetz? Das sind nur die dringendsten Fragen. Herr Regierender Bürgermeister, Sie werden uns ja sicher gleich die Antworten darauf geben. Ihr Mietendeckel schafft völlige Rechtsunsicherheit, ist schwerwiegend investitionsfeindlich, ist unsozial zum Ersten, da er besonders die fairen, kleinen und genossenschaftlichen Vermieter trifft, ist unsozial zum Zweiten, da er das Angebot für Wohnungssuchende mit kleinen und mittleren Einkommen zerstört. Es ist unsozial zum Dritten, da er Mieter in Altbeständen einem massiven Verdrängungsdruck in zunehmend heruntergewirtschafteten Beständen aussetzen wird. Und der Mietendeckel ist unsozial zum Vierten, da er die Bildung von grau- und schwarzen Märkten, Schmiergeldforderungen und dem Schwarzhandel mit Altmietverträgen fördern wird. Rot-Rot-Grün betreibt eine absolut unsoziale, rechtlich angreifbare Politik, die noch dazu purer sozialer Sprengstoff ist und die die Stadtgesellschaft zunehmend spalten wird. Sie schaffen damit keine einzige neue Wohnung, aber sehr viele neue Probleme. Die Wohnungsknappheit wird sich durch wegbrechendes Mietwohnungsangebot verschärfen. Der Umwandlungsdruck bei attraktiven Lagen steigt. Eigentümer werden verstärkt versuchen, Mieter loszuwerden. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird steigen, da es immer schwieriger werden wird, überhaupt noch einen Mietvertrag abzuschließen. Und wir werden die Konzentration von Mietwohnungsbeständen bei immer weniger und immer größeren Eigentümern sehen. Internationale Großanleger, die ihre Bestände steueroptimieren, und den privaten Vermietern, die aufgeben müssen, ihre Bestände abkaufen. Meine Damen und Herren, dieser Mietendeckel, dieser Einstieg in die DDR 2.0, hat nur einen würdigen Platz. Er gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Dieser Deckel ist der Sargdeckel für Berlin. Und eines, Frau Spranger, muss ich Ihnen auch schon sagen: Er ist auch der Sargnagel für die SPD, und das wissen Sie ganz genau. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Frau Schmidberger das Wort. Wenn man als Partei nur in der Vergangenheit lebt, kann man die Probleme von heute nicht lösen. Aber wenn Sie schon nur auf die Vergangenheit starren, sollten Sie wenigstens daraus lernen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der Mietendeckel hat Berlin in Aufregung versetzt. Bei manchen sind die Gemüter ganz schön erhitzt. Manche kochen geradezu über. Bei den kleinen Genossenschaften, ja auch bei manchen sozialen und fairen Vermietern ein bisschen zu Recht. Aber zum größten Teil sind doch gerade die aufgeregt, die um ihre überhöhten Renditen fürchten. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Sollen Sie doch schreien. Wir als Koalition lassen uns nicht beirren. Wir gehen mutig voran und legen uns mit denen an, die unser Gemeinwohl in Gefahr bringen und das Primat der Politik angreifen. Diesen sogenannten Investoren oder Entwicklern, die den Menschen den Kampf angesagt haben, schieben wir jetzt mit dem Mietendeckel einen Riegel vor. Denen geht es nämlich nur um ihren Renditeschutz. Uns, Rot-Rot-Grün, dagegen geht es um den Mieterschutz und vor allem um den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Mit dem Mietendeckel sorgen wir dafür, dass Mieten nicht mehr exorbitant steigen, nur weil jemand auszieht. Wir sorgen dafür, dass Menschen wieder umziehen können, weil zum Beispiel die Familie größer wird oder eben die Kinder wieder ausziehen. Die kleinere Wohnung ist dann eben nicht mehr doppelt so teuer wie die große mit dem alten Mietvertrag. Wir sorgen mit dem atmenden Deckel von unten aber auch dafür, dass gemeinwohlorientierte Vermieter nicht bestraft werden, weil sie die Mieten nicht oder nur kaum erhöht haben in den letzten Jahren. Und letztlich soll und wird die Härtefallregelung auch durchaus sicherstellen, dass verantwortungsvolle Bestandshalterinnen und Bestandshalter den nötigen Spielraum auch bekommen. Denn der Mietendeckel soll ja die Richtigen treffen. Denn wir sorgen dafür, dass überhöhte Mieten bzw. Wucher auch endlich abgesenkt werden. Denn es gibt kein grundgesetzlich verankertes Recht auf Wuchermieten und unendliche Renditen. Der Mietendeckel ist quasi ein Renditedeckel und der ist angesichts der hohen Kauf- und Bodenpreise auch dringend notwendig, meine Damen und Herren. Werte Kolleginnen und Kollegen, rund ein Viertel der Berliner Haushalte verfügt über ein Nettoeinkommen von unter 1.300 Euro. Jeder zehnte Haushalt kommt nicht über 900 Euro netto. Rund 60% der Berliner Haushalte liegen mit einem Nettoeinkommen unter 2.000 Euro im Monat. Erwähnen will ich noch, dass wir über 600.000 Haushalte haben, die von Transferleistungen leben müssen. Diese Menschen sind von der Mietenentwicklung der letzten Jahre am stärksten betroffen und immer mehr davon müssen über 40% ihres Nettoeinkommens für das Wohnen aufbringen. Diese Menschen brauchen unsere Unterstützung. Diesen Menschen soll der Mietendeckel eine fünfjährige Atempause verschaffen. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Scholtisek zulassen? Heute mal nicht, danke schön. Heute mal nicht. Ansonsten würde ich bitten, dass es ein bisschen leiser wird. Das ist schwer zu verstehen. Früher wurden Häuser gebaut bzw. gekauft, damit Menschen darin wohnen können. Heute verkommen sie mehr und mehr zum Spielball internationaler Fonds und Investoren. Inzwischen zahlen die Käufer in zentralen Lagen das 45-fache der aktuellen Jahresmiete. Es geht nicht mehr darum, mit den Mieten ein Haus auskömmlich zu bewirtschaften, nicht darum, langfristig eine gute und sozial durchmischte Hausgemeinschaft oder Kieze zu schaffen. Nein, es geht um die höchstmögliche Gewinnmaximierung. Es geht darum, Umsatz- und Grunderwerbsteuern zu umgehen. Der Berliner Wohnungsmarkt darf nicht zum Monopoly-Spielbrett werden, nur weil weltweit die Leitzinsen im Keller sind, meine Damen und Herren. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Stieglitz sagt, dass eine spekulative Blase dadurch gekennzeichnet ist, dass Investoren nur noch auf den Wiederverkaufswert achten und sich der Preis zunehmend von fundamentalen Faktoren entfernt. Daher, die überhöhten Mieten und Kaufpreise sind Spekulation, schwächen den Wirtschaftsstandort Berlin und nehmen den Menschen die oft geringe Kaufkraft weg. Dass das alles legal ist, geschützt bzw. gefördert von der Bundesregierung, das ist der eigentliche Skandal in unserem Land, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Evers zulassen. Nee, vielen Dank. Heute mal keine Zwischenfragen. Gut. Daher, Herr Greff, nehmen Sie zur Kenntnis, Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Die Bundesregierung pennt seit so vielen Jahren. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Wir können nicht mehr warten. Wir deckeln jetzt, Herr Greff. Und wenn die Wirtschaftsverbände schreien, es gebe keine Investitionen mehr, dann sollten wir auch zuhören. Ja, aber zuhören heißt doch nicht gleich aufgeregt mitschreien. Man muss sich schon die Zahlen genau angucken, meine Damen und Herren. Nicht jedes Investment ist per se gut für unsere Stadt. Wenn Unternehmen überteuert eigentlich voll funktionsfähige Wohnungen kaputtschlagen oder jahrelang verfallen lassen, um sie dann umfassend sanieren zu können, dann tun die das nicht, um zu investieren. Wenn sogenannte Entwickler Häuser kaufen mit dem Ziel, sie in Einzeleigentum aufzuteilen, sie dann vorher noch überteuert modernisieren, oft mit fraglichen Nutzen für das Klima, und dann als Anlageobjekt zum dreifachen Preis weiterverkaufen, dann sind das keine Investitionen, das ist Wucher. Das Statistische Landesamt hat ermittelt, dass gerade einmal 20% der Mieterträge in die Regionalwirtschaft zurückfließen. Der übergroße Teil transferiert in externe Vermögenskonten, landet also auf den Bahamas, Zypern oder sonst irgendeiner Steueroase, aber leider eben nicht in der Region Berlin-Brandenburg. Investoren, die Geld aus Berlin abziehen, Investoren, die den Menschen hier zu Hause nehmen, Investoren, denen es nur um ihr Bankkonto geht, auf die verzichten wir gerne, denn sie schaden Berlin und den Menschen dieser Stadt.
Wenn man sich die prominenten Gegner des Mietendeckels mal genau anschaut, wird auch klar, wer hier mit welcher Motivation agiert. Around Town war das erste Immobilienunternehmen, das angekündigt hat, gegen den Mietendeckel zu klagen. Around Town hat das damit begründet, dass der Deckel den Mietern schaden würde, die eine neue Wohnung suchen. Was ja übrigens genau umgekehrt ist, denn Mieten werden bei einem Wohnungswechsel eben nicht mehr steigen. Around Town hat seinen Sitz übrigens rechtlich wie steuerlich in Luxemburg. Also nichts mit Steuern hier in Berlin. Tja, wer schadet also dem Land Berlin, meine Damen und Herren? Wer Steuerflucht nach Luxemburg betreibt, sollte sich bei dem Thema eigentlich zurückhalten. Und besonders verlogen finde ich auch den Vorwurf gerade aus der Opposition, man werde angeblich nur den Gutverdienenden und Reichen helfen. Ja, ich fände es auch besser, wenn wir mit dem Mietendeckel bei jedem Fall, übrigens Mieter- wie Vermieterseitig, eine Einzelfallgerechtigkeit schaffen könnten. Das fände ich auch passender. Das ist aber bei dem öffentlichen Preisrecht, und die AfD hat anscheinend den Unterschied immer noch nicht verstanden, auf dem der Deckel nun mal fußt, leider nicht möglich. Passiert aber übrigens auch beim Bundesrecht. Bei der Mietpreisbremse zum Beispiel, da ist es genauso. Trotzdem ist sie gut, weil sie mietpreisdämpfend auf den gesamten Wohnungsmarkt einwirkt, wenn sie denn mal gilt. Und übrigens, nur weil vom Kindergeld auch reiche Zahnärzte profitieren, fordert doch auch keiner hier von Ihnen, es einfach mal abzuschaffen. Und noch letzte Frage, seit wann interessieren Sie sich überhaupt für die einkommensschwachen Mieterinnen und Mieter? Die Antwort der CDU auf den Mietendeckel ist das Vermietergeld. Schon in Paris gescheitert, will auch die Berliner CDU Preistreiber noch finanziell belohnen. 1,6 Milliarden im Jahr will die CDU Vermietern geben oder alternativ jedem Haushalt 25 Euro pro Monat durchschnittlich, damit die Mieten weiter erhöht werden können. Es sollen angeblich 400.000 Haushalte davon profitieren. Mit einem neuen Subventionsprogramm für Vermieter bleibt sich die CDU ganz in der Traditionslinie von Landowski also treu und verschwendet Landesgeld. Denn was ist denn passiert, wo es das Mietergeld gab, zum Beispiel in Paris, Herr Greff? Die Mieten stiegen genau um die Zuschusssumme. Merkst du selbst, CDU, ne? Ihr Vorschlag, meine Damen und Herren, Ihr Vorschlag, der führt ins wohnungspolitische Desaster. Die CDU mal wieder der wohnungspolitische Master of Desaster. Der Mietendeckel verschafft nicht nur den Menschen eine Atempause, sondern auch uns als Koalition den nötigen Spielraum, den wir aber auch nutzen müssen. Wir haben uns als Koalition im STEP Wohnen 2030 zum Ziel gesetzt, dass jede zweite Wohnung beim Neubau bis 2030 gemeinwohlorientiert ausgerichtet ist. Und das ist echt eine große Mammutaufgabe, der wir uns auch noch mehr stellen müssen. Dazu müssen wir natürlich die Neubau- und Genossenschaftsförderung weiter aufstocken, auch um die Gemeinwohlorientierten als Kooperationspartner zu gewinnen. Die brauchen wir nämlich. Wir müssen unsere aktive Bodenpolitik unbedingt verstärken durch Ankauf, durch Vorkaufsrechtsgebiete, durch Erbbaurechtsvergaben und vielleicht sogar durch Baugebote. Und wir müssen auch das Treuhändermodell, das wir ins Gesetz geschrieben haben, auch endlich praktisch in die Umsetzung bringen, damit wir eben Eigentümern die Partout-Zweckentfremdung nicht beenden wollen, die Häuser bzw. Wohnungen auch temporär wegnehmen und sie so zur Vermietung bringen können. Also, wir haben eine Menge zu tun. Aber in den kommenden 2 Monaten, meine Damen und Herren, haben wir erstmal noch jede Menge Baustellen zu erledigen, damit der Mietendeckel auch gut wirken kann. Stichwort Personal und Umsetzung, Stichwort Miet- und Wohnungskataster, Stichwort Ausgestaltung des Förderprogramms für die energetische Sanierung und Stichwort Ausgestaltung der Härtefallregelung. Und auch beim sozialen Wohnungsbau, meine Damen und Herren, alter Westberliner Zeiten, müssen wir uns um eine schnelle Reform kümmern, damit auch dort die Mieten sinken. Also, es ist noch verdammt viel zu tun. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Koalition, mit dem Mietendeckel kommen wir der gemeinwohlorientierten Neuausrichtung des Berliner Wohnungsmarktes allerwie ein Stück weit näher. Und das ist auch wirklich gut so und wichtig. Damit wir das aber auch schaffen, müssen wir zusammenhalten. Und ich finde, wir können uns als linksprogressive Regierung gut nach draußen zeigen. Und ich hoffe, dass das nicht nur ein wohnungspolitischer Aufbruch für die ganze Stadt wird, sondern auch ein Vorbild für viele weitere Städte in unserem Land. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat Herr Kollege Czaja das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Mietendeckel für Berlin, so lautet diese Aktuelle Stunde. Ein Mietendeckel für Berlin. Eine umetikettierte Enteignung für Berlin wäre der bessere Begriff gewesen für diese Aktuelle Stunde.
und ein Mietendeckel für Berlin suggeriert ja fast, dass dieser Mietendeckel den Mieterinnen und Mietern in unserer Stadt irgendetwas bringt und ihnen hilft. Stattdessen hat dieser Mietendeckel genau in diesem Jahr das erste Mal gezeigt, welche Zähne er tatsächlich hat, um im Bild der Linken zu bleiben. Er hat dafür gesorgt, dass die Mieterinnen und Mieter in Berlin bereits im Juni die ersten Mieterhöhungen bekommen haben. Und das haben Sie von der Linkskoalition zu verantworten mit Ihrem Mietendeckel. Und deshalb lassen Sie uns genau über diese Mietenlüge sprechen. Lassen Sie uns über diese Lüge, die Sie in diese Stadt tragen, sprechen. Sie wird nicht zur Entlastung der Berlinerinnen und Berliner führen, sondern sie führt nebenbei eben auch noch zu einem völlig vergifteten Klima in unserer Stadt, mit dem Sie sich auch auseinanderzusetzen haben. Statt wie es eigentlich sein müsste, müssten Sie als Regierungskoalition, müssten wir als politische Kräfte hier in diesem Haus Verbindendes für Berlin schaffen. Stattdessen spalten Sie in dieser Stadt. Und gerade die, die sich über den realen Werteverfall, in unserer Gesellschaft echauffieren, Herr Schneider, Sie echauffieren sich permanent über diesen realen Werteverfall und fordern und fördern an dieser Stelle zugleich eine Kultur, die ausschließlich in Klientel, in Vorurteilen und in Klassenkampf denkt. Sie sollten sich schämen, sowas von schämen, dass Sie das in dieser Stadt tun. Sie haben in Berlin als Sozialdemokratie die größte Wohnungskrise dieser Stadtgeschichte zu verantworten. Wir sind mittendrin. Mittendrin sind wir. Und das ist eine Folge Ihrer politischen Mitverantwortung seit Jahrzehnten in dieser Stadt. Und dass jetzt dem Ganzen die Krone aufgesetzt wird, indem nicht mehr in Berlin Wohnraum gebaut und geschaffen wird, auch das ist die Realität. Das haben wir zuletzt gesehen bei den 1000 Wohnungen, die Sie für genossenschaftliches Wohnen und Bauen an der Westkreuzbrache verhindert haben. Verhindert haben Sie das mit einem Federstrich von Frau Lomscher. Ja, sie freut sich, sie lacht. 1000 Wohnungen hat sie verhindert für Mieterinnen und Mieter im bezahlbaren Segment. 15.000 weitere macht 16.000 Wohnungen, die Ihre Regierung in dieser Stadt nicht gebaut und geschaffen hat. Das ist Realität. Und das ist für mich heute noch einmal Anlass. Das ist für mich noch einmal Anlass, Sie daran zu erinnern, nicht immer den kleinsten Konsens, Herr Regierender Bürgermeister, in der Koalition zu suchen, sondern tatsächlich den großen Wurf für die Stadt zu wagen. Denn ich darf Sie daran erinnern, Sie und Ihr gesamter Senat haben auf die Verfassung geschworen. Sie haben eine Eidesformel hier geleistet in der Mitte dieses Plenarsaals. Und daran will ich Sie alle noch einmal erinnern. Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch getreu der Verfassung und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dem Wohle des Volkes zu widmen, heißt es in der Eidesformel des Senatorengesetzes. Diesen Grundsatz müssen Sie sich in dieser Amtszeit einmal deutlich eintätowieren, weil Sie haben ihn nach 3 Jahren schlichtweg vergessen, meine Damen und Herren. Sie haben ihn vergessen. Sie haben ihn vergessen. Und Sie haben ihn vergessen, weil Sie nicht gerecht und nicht unparteiisch an dieser Stelle arbeiten. Und auch das hat Ihre Bausenatorin sehr deutlich belegt in den letzten 2 Jahren. Im Übrigen in vielen Interviews in dieser Stadt nachzulesen. Und es ist gerade in diesen Zeiten noch einmal unsere verdammte Pflicht als Politik in diesen populistischen Zeiten nicht Wirtschaftsvertretern den Klassenkampf anzukündigen und den zu rechtfertigen, sondern eine politische Kultur des Konsens und der Zusammenarbeit zu prägen. Das wäre unsere Aufgabe. Ich erwarte von Ihnen, Herr Regierender Bürgermeister, dass Sie dazu Stellung beziehen, denn so geht es nicht, wie sich Ihr Senat hier verhält. Und nun kann man sagen, man nimmt die Kollegen der Linksfraktion da raus, weil die haben klar für sich verstanden, dass Zwietracht und Spaltung das Konjunkturprogramm für sie ist. Nein, das können Sie ihnen nicht durchgehen lassen, das dürfen Sie ihnen nicht durchgehen lassen, auch wenn das Ihr Koalitionspartner ist. Und ich darf Sie fragen, welchen Stellenwert hat unsere politische Kultur eigentlich erreicht, wenn die verantwortliche Senatorin den Mieterinnen und Mietern indirekt rät, eingesparte Mieten bis zu einer abschließenden Gerichtsentscheidung zurückzulegen.
Welchen Stellenwert hat dann unsere politische Kultur erreicht? Der Zweck heiligt auf keinen Fall die Mittel, Frau Lomscher. Sie haben sich verrannt und Sie sind dabei, das langsam einzusehen. Und das ist gut, dass Sie das langsam einsehen. Denn eine solche Aussage zu tätigen, zeigt deutlich, dass Sie das, was Sie in dieser Stadt gemäß Verfassung zu verantworten haben, nämlich auch einen Rechtsfrieden herzustellen, im Augenblick nicht leisten. Sie leisten diesen Rechtsfrieden in Berlin nicht, und das ist verheerend. Und deshalb fragen sich die Menschen zu Recht in unserer Stadt, sie fragen sich doch völlig zu Recht, was passiert hier eigentlich? Was passiert eigentlich in dieser Stadt, Herr Zillig? Merken Sie, was in dieser Stadt passiert? Merken Sie es? Ja? Sie richten mit Ihrer Politik in dieser Stadt einen immensen Flurschaden an für die Zukunft von Berlin, für die Mieterinnen und Mieter von Berlin und sorgen dafür, dass Sie sich nicht gemäß der Verfassung und dem, was Sie hier als Eidesformel geleistet haben, unparteiisch am Ende auch einsetzen für die gesamte Stadt und für das Wohl in der Stadt. Und ich finde, wer so politisch wirkt, verspielt den letzten Respekt vor genau denen, die wir am Ende alle brauchen. Er verspielt unseren Respekt vor der Demokratie und seinen Vertretern. Er unterstützt sogar, nach meinem Empfinden, die direkten, indirekten Feinde unserer freien und offenen Gesellschaft. Und damit müssen Sie sich auch auseinandersetzen. Und Ihr Getöse bestätigt genau das. Sie wissen, mit was für einer Fahrlässigkeit Sie in dieser Stadt spielen. Wer sich selbst als Gesetzgeber nicht an Recht und Gesetz hält, und davon ist auszugehen, dass Sie das nicht tun, dazu haben die Vorredner heute viel gesagt, der gefährdet genau das und trägt eine Mitschuld. Sie tragen eine Mitschuld an dem Klima in Berlin, am Verlust auch der letzten Hemmschwellen. Und deshalb erlauben Sie mir die Frage, wir reden über alles Mögliche in der Stadt, zu Recht, aber wir reden nie über die Angriffe auf die Werte unseres Miteinanders, sondern wir schweigen das tot. Die Angriffe auf die Werte unseres Miteinanders, wenn es darum geht, dass Position und Meinung in einer politischen Debatte bezogen werden. Und Sie fragen jetzt, wo? Ich erinnere an den BBU. Ich erinnere an die vielen Initiativen und Verbände, die in dieser Stadt Meinung und Position beziehen. Dass Sie auf Ihrem Parteitag ernsthaft eine Debatte führen, dort den Maulkorb anzulegen, dass Sie ernsthaft eine Debatte führen, die kommunalen Wohnungsgesellschaften aus diesem Verband herauszunehmen, ja, ist tatsächlich zu empfehlen. Das zeigt, dass diejenigen, die in dieser Stadt Meinung und Position vertreten, jedenfalls bei Ihnen keine offene Tür finden, sondern Sie in ganz, ganz anderen Zeiten gesellschaftspolitisch unterwegs sind. Und darüber sollten wir viel stärker miteinander reden. Und das muss doch genau den Bürgerrechtsgrünen richtig wehtun, was da gerade passiert. Diese Maulkorbpolitik, die Sie in dieser Stadt machen, wenn Wohnungsbaugesellschaften sich äußern, wenn Vorstände von Wohnungsbaugesellschaften aus Missstände hinweisen, darauf hinweisen, dass dieser Mietendeckel keine Wirkung erzielen wird, dann werden Sie aktiv und weisen diese Vorwürfe nicht nur zurück, Sie verteilen regelrecht jeden Tag in dieser Stadt einen Maulkorb, und so geht es nicht, Herr Wolf. So geht es nicht. Und deshalb sage ich Ihnen, lassen Sie uns doch lieber darüber reden, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben. Ich möchte in einer Stadt leben, in der es keinen Unterschied macht, ob man Neu- oder Ur-Berliner ist, sondern ich möchte in einer Stadt leben, in der es wieder Freude macht zu sagen, ich bin ein Berliner, ohne dass es Skepsis auslöst. Ich möchte vor allen Dingen auch in einer Stadt leben, in einem Berlin leben, in dem man sich wieder gemeinsam an einen Tisch setzt, miteinander redet und die großen Herausforderungen miteinander diskutiert, über Lösungen spricht, die dringend notwendig sind für diese Stadt, so wie es in Deutschland auch gute und gelebte Tradition ist. Ich möchte in einer Stadt leben, in der Menschen nicht pauschal unter Generalverdacht gestellt werden, weil es einige wenige schwarze Schafe in den Berufsgruppen gibt. Das ist nicht mein Verständnis, das ist nicht das Verständnis der Freien Demokraten, eines zivilisierten Miteinanders, und Ihres sollte es auch nicht sein. Und ich möchte
dass wir in einem Berlin leben, in dem Leistung wieder wertgeschätzt wird und in dem der Malermeister oder Dachdecker kein schlechtes Gewissen haben muss, weil er in dieser Stadt unterwegs ist, seinen Aufgaben nachkommt und für Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsunternehmen arbeitet. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass er seinen Job vor allen Dingen sicher in dieser Stadt machen kann und nicht den Anfeindungen ausgesetzt ist, die Sie heraufbeschworen haben. Und ja, ich möchte auch in einer Stadt leben, wo der Amtseid seinen Trägern auch etwas bedeutet und nicht die Einladung zum Klassenkampf ist. Schaffen wir dafür endlich wirkungsvolle Grundlagen. Schaffen wir wirklich wirkungsvolle Grundlagen, die das ermöglicht. Schaffen wir in dieser Stadt endlich bezahlbaren Wohnraum für die Mieterinnen und Mieter mit einer mietsenkenden Neubauoffensive. Sorgen wir dafür, dass in dieser Stadt wieder die Kultur des Miteinanders und damit auch eine Baukultur in dieser Stadt wieder einzieht, damit die Mieterinnen und Mieter tatsächlich eine Auswahl haben in unserer Stadt. Und sorgen wir auch dafür, dass am Ende des Tages tatsächlich etwas übrig bleibt in der Geldbörse der Mieterinnen und Mieter und nicht nur leere Versprechen, so wie es Ihre Mietenlüge hier am heutigen Tag ist, sondern tatsächlich Spielräume bleiben fürs Alter und nicht das Geld für Ihre Inkompetenz verwendet werden muss. Herzlichen Dank. Zu diesem Tagesordnungspunkt hat der fraktionslose Abgeordnete Wild gemäß § 64 Absatz 2 der Geschäftsordnung einen Redebeitrag angemeldet. Die Redezeit beträgt bis zu 3 Minuten. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf, sagte einst Erich Honecker. Und wie verhält es sich mit dem Mietendeckel des rot-mauer-rot-grünen Senats? Wir müssen feststellen, erstens, die Koalition hat durch Vorschriften zu Wärmedämmung, Solardächern und Barrierefreiheit das Bauen so teuer wie noch nie zuvor gemacht. Zweitens, keinen nennenswerten Neubau auf den Weg gebracht. Und drittens, alles Menschenmögliche dafür getan, dass Zuwanderer mit juristisch fragwürdiger Bleibeperspektive kontinuierlich in reguläre Wohnungen übersiedeln. Nachdem Sie also alle Voraussetzungen für steigende Mieten geschaffen haben, wollen Sie diese jetzt plötzlich per Dekret wieder senken. Glauben Sie ernsthaft, das funktioniert? Mittlerweile befristen manche Vermieter ihre Mietverträge auf weniger als 2 Jahre, um der Mietpreisbremse zu entgehen. Was bringt also Ihre Mietpreisbremse? Gar nichts. Die Entwicklung der Immobilienpreise ist schon angesichts unserer volkswirtschaftssklerotisierenden Minuszinspolitik kein Wunder. Um der schleichenden Enteignung und dem zombifizierten Aktienmarkt zu entgehen, legen viele Wohlhabende ihr Vermögen in Betongold an. So wird der Immobilienmarkt weiter aufgeheizt und die Verzweiflung am Wohnungsmarkt nimmt von Stunde zu Stunde zu. Frau Lomscher, haben Sie es schon bemerkt? Es mangelt an Wohnraum und dieser vermehrt sich nicht durch eine Mietpreisbremse. Sie müssen jetzt am Telefon spielen, das ist wichtiger. Im Gegenteil, sie bringt Reinvestitionen ins Stocken und Wohnungen drohen unbewohnbar zu werden, so wie am Ende der DDR, Sie können sich ja daran erinnern. Es muss gebaut werden und ich erkläre Ihnen gerne, wie das im großen Maßstab bewerkstelligt werden könnte. Der Bau von 200.000 neuen Wohnungen in Berlin wird durch die Ausgabe einer Imbu-Anleihe, einer Immobilienbundesanleihe finanziert. Diese Anleihe wird entweder vom Bund mit einem Volumen von 200 Milliarden oder direkt vom Land Berlin mit einem entsprechend geringeren Volumen ausgegeben. Investoren werden sich um diese Anleihe reißen. Während ein wirtschaftlich orientierter Bauinvestor einen Mietzins verlangen würde, der die Kosten der ausgegebenen Anleihe um ein Vielfaches deckt, kann sich das Land Berlin den neu gebauten Wohnungen mit weit weniger begnügen. Das hätte niedrigere Mieten zur Folge. Durch das erhöhte Wohnungsangebot bremsen sich schließlich die Mieten der übrigen Wohnungen von selbst. Herr Finanzsenator Kollatz, Frau Bausenatorin Lomscher, so geht Bauen, wenn man denn will. Danke. Für den Senat spricht der Regierende Bürgermeister. Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Keine Zwischenfragen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass das heute eine kontroverse Debatte wird und die Meinungen aufeinanderprallen, war ja zu erwarten. Und doch bin ich an einer Stelle erstaunt.
Ich habe damit gerechnet, dass bei allen Unterschieden, die in der Debatte deutlich werden, es doch eine Gemeinsamkeit gibt, die alle ganz selbstverständlich betonen, dass das Thema Mieten und Wohnen wirklich die herausragend soziale Frage unserer Zeit ist. Und nicht mal das ist von der Opposition eindeutig formuliert worden. Nicht mal das. Und das ist bedauerlich. Weil es stimmt nicht, Herr Greff, dass es auf einmal eine Mietendeckeldebatte gibt und jetzt durch ein Volksbegehren diese Koalition aufwacht und etwas macht, sondern Sie wissen ganz genau, dass wir seit vielen Jahren die Entwicklung in unserer Stadt beobachten und dass es auch seit 2012, 2013 ganz konkrete Veränderungsschritte gibt. Mietenbündnisse, Bauprogramme der Gesellschaften werden hochgefahren. Keine einzige bundesgesetzliche Möglichkeit, die wir nicht in Berlin anwenden, das wissen Sie alles. Sie wissen, dass ich 2018 schon ein Mietmoratorium vorgeschlagen habe und auch in den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene mich bemüht habe, mit CDU, CSU noch deutlich mehr an Mieterschutzrechten durchzusetzen. Das war damals nicht möglich, aber es hat auf der Bundesebene tatsächlich bei einigen Ihrer Parteienvertreter Umdenken gegeben. Ich will mal daran erinnern, dass wir jetzt im Bundesrat einen Antrag aus Bayern beraten, der schlichtweg von Berlin abgeschrieben ist, wo die bayerische Landesregierung sagt, sie wollen gegen Mietwucher vorgehen. Auf einmal gibt es da ein Umdenken, spät aber immerhin. Leider haben wir nicht mal das bei Ihnen heute gehört. Lieber Herr Greff, liebe Opposition. Aber ich glaube, Herr Schaay hat zumindest, wie ich finde, die richtige Frage gestellt. Leider hat er darauf keine Antworten gegeben, aber die richtige Frage, um die es eigentlich heute geht. Es geht auch um Instrumente natürlich, konkrete, zu denen ich etwas sage, aber es geht, glaube ich, um eine viel größere grundsätzliche Frage, die heute deutlich wird, in welcher Stadt wollen wir leben? Und ich erweitere das, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ich glaube, es geht um eine zutiefst sozialpolitische Frage. Es geht auch um die Frage, was erwarten wir von der sozialen Marktwirtschaft? Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was das eigentlich heißt und welche Rechte und Pflichten es auf beiden Seiten dieser sozialen Marktwirtschaft gibt. Ist es wirklich so, dass sich unser Sozialstaat den Markterfordernissen anpassen muss, oder müsste es nicht eigentlich anders sein, dass wir sozialpolitische Grundlagen und Richtlinien formulieren, denen sich der Markt anpassen muss? Das ist tatsächlich die Auseinandersetzung, um die es in dieser Mietendebatte und in dieser Mietendeckeldebatte auch geht. Müssen wir es eigentlich wirklich akzeptieren, dass in unserer Stadt wie weltweit in allen großen Metropolen ein privates Unternehmen Tausende von Wohnungen dem Mietwohnungsmarkt entzieht, um damit Geschäft zu machen? Airbnb ist keine Benefizveranstaltung, sondern es ist ein profitorientiertes Unternehmen. Wir haben Planungsrecht geschaffen, wir haben dafür die Rahmenbedingungen geschaffen, dass mitten in unserer Stadt Wohnungsbau, Mietwohnungsbau entsteht, und private Unternehmen entziehen den Berliner Mieterinnen und Mietern diese Wohnung. Das muss ich akzeptieren, weil der Markt es will? Nein. Meine Damen und Herren, das muss niemand akzeptieren. Genauso wenig, wie ich akzeptieren muss als Bürgermeister oder als verantwortliche Politik in dieser Stadt, dass es eben ungehindert jenseits aller Instrumente, die wir schon ergriffen haben, Mietsteigerung gibt, und genauso wenig, wie ich Bodenspekulation akzeptieren muss. Ich will auch dazu gleich am Anfang was sagen, weil es eben auch den etwas größeren Rahmen abbildet, bundesweit. Aber gerade auch in Berlin müssen wir uns genau damit auseinandersetzen, wie wir mit Grund und Boden umgehen. Es ist die wichtigste, die wertvollste Ressource in unserer Stadt. Über Grund und Boden entscheiden wir, in welcher Stadt wollen wir leben, wie entwickelt sich eine Stadt, was kann ich nutzen für Schulbau, für Krankenhäuser, was wird eine Grünfläche bleiben in dieser wachsenden Metropole. Über Grund und Boden wird es entschieden. Und was wir erleben, wie mit Grund und Boden spekuliert wird, ist schlichtweg unanständig, meine Damen und Herren, ist schlichtweg unanständig. Und ich muss da überhaupt nicht akzeptieren, dass der Markt etwas will. Ich habe dazu auch konkrete Vorschläge gemacht. Wir brauchen eine Bodenwertzuwachssteuer. Wir brauchen einen Planungswertausgleich. Die Grundsteuer C, die auf Bundesebene beschlossen ist, ist gut und richtig, dass Grundstücke, die beplant und bebaut werden können, aber nicht genutzt werden, also der Allgemeinheit
zur Infrastrukturentwicklung. Daran müssten Sie doch auch ein Interesse haben. Wenn diese Grundstücke nicht zur Verfügung gestellt werden aus spekulativen Gründen, dann müssen sie anders besteuert werden. Aber warum kommt diese Steuer eigentlich erst 2025 und nicht schon 2021 oder 2022, meine Damen und Herren? Es ist zutiefst unanständig, dass wir immer noch eine Steuerbefreiung dafür haben, wenn Grundstücke nach 10 Jahren ungenutzt einfach weiterverkauft werden. Warum eigentlich? Warum muss jemand da noch eine Steuerbefreiung bekommen, wenn er einen spekulativen Gewinn hat? Das ist das Marktgeschehen, das ich akzeptieren muss? Nein. Auch an dieser Stelle muss eingegriffen werden. Und von Berlin aus werden dazu auch Vorschläge gemacht, ganz konkret. Auch von mir persönlich werden dazu Vorschläge gemacht. Und ich sehe es voller Freude, dass es diese Debatte auf Bundesebene nun auch endlich gibt und wir Schritt für Schritt auch zu anderen Antworten kommen, bis zu einer anderen Geschäftspolitik der BImer und anderen Maßnahmen, die man hier auch noch aufzählen könnte. Ja, meine Damen und Herren, es geht aber natürlich auch tatsächlich um konkrete Instrumente dann. Jenseits der ganz großen Fragen, wie können wir konkret und schneller helfen, unabhängig von Bundesgesetzgebung vielleicht oder grundsätzlich gesellschaftlichen Debatten, den Mieterinnen und Mietern zu helfen, das muss für uns alle das wichtigste Ziel sein. Und Wohnungen, ich will es noch einmal sagen, Wohnungen sind eben keine normale Kapitalanlage. Ja, ich weiß, es gibt auch Vermieter, die haben 2, 3 Wohnungen oder ein Haus und nutzen es auch zur eigenen Alterssicherung. Das stimmt. Und das sind ganz oft ganz seriöse Vermieter, die mit ihren Mieterinnen und Mietern einen guten Ausgleich suchen. Ich weiß das. Und trotzdem, egal ob großer oder kleiner Vermieter, eine Wohnung ist eine andere Kapitalanlage als ein Aktienpaket oder Goldmünzen. Denn der Unterschied ist, in diesen Wohnungen wohnen Menschen. Und deswegen ist es ein soziales Gut. Und deswegen muss reguliert werden, wie mit diesem sozialen Gut umgegangen wird. Darum geht es an dieser Stelle. Und Herr Greff, Sie hatten einen hellen Moment. Leider nicht in Ihrer Rede heute, aber es gab ihn. Als Ihr Interview oder Ihre Stellungnahmen abgedruckt wurden in der FAZ am 26. Juni. Seit diesem Tag trage ich die Zeitung mit mir rum, weil ich wusste, es kommt der Tag, wo ich vorlesen kann. Greff, Doppelpunkt. Immer nur zu sagen, wir müssen mehr bauen, so einfach ist es leider nicht. Christian Greff, der wohnungspolitische Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, vertraut nicht mehr darauf, dass der Markt das Problem mit den steigenden Mieten und den knappen Wohnungen schon lösen wird. Greff, Doppelpunkt. Ich fände einen Mietendeckel durch eine rechtsverbindliche Einigung mit allen, die am Tisch sitzen, voll okay. Ja. Da kann die CDU-Fraktion was lernen von ihrem wohnungspolitischen Sprecher. Meine Damen und Herren, und genau darum geht's. Und ich weiß, Sie haben ja jetzt diesen Schlenker auch gemacht mit allen, die am Tisch sitzen. Das wäre die bessere Lösung gewesen. In einem Verhandlungsverfahren vielleicht, jenseits eines Gesetzgebungsverfahrens, eine Regelung zu finden. Und wir haben es probiert. Ja, ich habe persönlich mit den Verbänden am Tisch gesessen, und ich habe gesagt, lasst uns darüber reden. Kriegt ihr es hin? Im LFW, im BFW, kriegt ihr es über den GdW, kriegt ihr es über die Verbände hin? Zu einer Einigung zu kommen, mit der wir eine verbindliche Grundlage haben und alle Vermieterinnen und Vermieter halten sich daran. Und die Verbände haben gesagt, nein, wir bekommen es nicht hin. Wir werden ein paar unter einen Hut bekommen, aber eben nicht alle. Und dann ist es Aufgabe. Dann ist es Aufgabe des Gesetzgebers, ein allgemein verbindlich und gültiges Gesetz zu schaffen für alle, meine Damen und Herren. Das ist genau der Punkt, an dem wir sind. Und ja, ich sage es auch offen.
Und Herr Scheier, es stimmt nicht immer, der kleinste Kompromiss wird gesucht und nur wegen Koalitionsfrieden und so. Ja, man muss in einer Koalition Kompromisse machen, das stimmt. Ich werde es auch noch deutlich machen, dass es auch eine Stelle gab, wo man eben sich aufeinander zu bewegen muss. Aber dass wir eingreifen mit konkreten Maßnahmen, das will ich. Ich will nicht warten, bis es zu spät ist. Ich will nicht zugucken wie andere Bürgermeister. Wann wollen Sie denn eingreifen? Wenn die Miete nicht mehr bei 7 Euro ist, sondern bei 17 Euro, dann wollen Sie sagen, jetzt müssen wir aber was tun? Dann ist es zu spät. Sie müssen rechtzeitig eingreifen, sonst haben Sie die Verhältnisse wie in London und Paris. Und das will ich nicht für Berlin. Deswegen muss an dieser Stelle gehandelt werden. Und die Menschen erwarten es auch. Das ist doch nicht von Rot-Rot-Grün herbei beschlossen, dass bundesweit Hunderttausende auf die Straße gehen und demonstrieren für bezahlbare Mieten. Das haben wir beschlossen. Nein, die Leute erwarten, dass bundesweit die Politik handelt. Es werden Unterschriften gesammelt, doch nicht nur in Berlin. In München wird ein Volksbegehren gestartet mit Unterschriften, ich glaube sogar für einen 6- oder 7-jährigen Mietdeckel. Wir haben die Initiative in Bremen, wo kurioserweise die Grünen noch überzeugt werden müssen, dass es richtig ist, auch regulierend einzugreifen. Wir haben die Initiativen in Frankfurt, wir haben sie in Barcelona, wir haben sie in New York. Und in New York laufen nur noch Sozialisten rum, meine Damen und Herren. So ein Quatsch, so ein Unsinn. Da laufen Leute rum, die es nicht mehr ertragen wollen, dass sie mit normalem Einkommen ihre Miete nicht mehr bezahlen können in der Stadt. Und deswegen ist es richtig, da einzugreifen. Und ich sage auch ganz bewusst, ja, ich will auch deutlich machen, dass wir handlungsfähig sind, um andere radikale Maßnahmen zu verhindern. Ich sage das ganz bewusst. Ich halte Enteignung für einen grundsätzlich falschen Weg in unserer Gesellschaft. Ja, das ist meine Position. Es ist ein Abenteuer, es ist milliardenteuer und es schafft mehr Probleme, als es Lösungen schafft. Deswegen halte ich Enteignung für falsch, aber wir müssen dann eben andere Antworten geben und das tut diese Koalition. Wir geben andere Antworten, um eben nicht diesen Weg gehen zu müssen. Und unsere Antwort ist natürlich, ich will den Dreiklang noch mal betonen, bauen, kaufen, deckeln ist eine Antwort. Nein, es ist eben falsch, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Es gibt nicht diesen einen Königsweg. Nein, es gibt ihn weltweit nicht, diesen einen Königsweg zu sagen, wir müssen nur so handeln und dann ist alles gut. Sondern es ist immer ein Mehrklang. Und bauen, kaufen, deckeln drückt es auch aus. Ja, es muss mehr gebaut werden, damit es da kein Missverständnis gibt, ähnlich eindeutig wie bei der Enteignung, sage ich es auch beim Bauen. Und Frau Spranger hat das sehr gut formuliert. Es ist tatsächlich, der Mietendeckel mit seinen ganzen Bestandteilen soll die Atempause sein für die Mieterinnen und Mieter. Aber die Atempause muss genutzt werden. Es muss nicht nur weiter gebaut werden, sondern es muss mehr gebaut werden. Aber wir fangen auch da nicht bei Null an, um es mal klar zu sagen. Nur mal so aus den letzten Tagen, die letzten 5, 6 großen Zeitungsmeldungen. Pepiterhöfe 1000 Wohnungen, Haselhorst 2500 Wohnungen, Lichtenberg 1000 Wohnungen, Lichterfelde 2000 Wohnungen. Sind allein aus den letzten 5 Tagen 6500 Wohnungen, die ganz konkret in der Umsetzung sind. Und erzählt uns einer, in Berlin wird nicht gebaut? So ein Quatsch. Natürlich wird gebaut. Und wir wissen auch alle, wie schwer es ist, in einer immer dichter werdenden Millionenmetropole die entsprechenden Flächen und die Grundstücke zu finden. Das ist kein Selbstläufer. Aber dafür muss man etwas tun, das sage ich auch. Ja, alle, wir im Senat, alle ressortübergreifend, alle Verantwortlichen müssen es zu unserem Thema machen, dass gebaut wird. Und im Übrigen auch in den Bezirken. Auch da verräterisch, lieber Herr Greff, Sie haben Bezirke angesprochen. Aber Sie haben nur ausgewählte Bezirke angesprochen. Warum setzen Sie nicht durch, innerparteilich, dass das Thema Bauen zur Chefsache wird, dort, wo Sie Einfluss haben? In Reinickendorf oder in Steglitz-Zehlendorf. Frau Spranger hat, wie es so ihrer Art ist, ganz zurückhaltend formuliert. Ich will es mal deutlicher machen. Ich will mal deutlicher machen, was das heißt für Reinickendorf. Reinickendorf, dieser riesige Bezirk mit freien Flächen, hat es geschafft, für den Neubau 2017 als fertiggestellte Wohnung zu melden, 184 Stück. Innerhalb eines Jahres, 2018, dramatischer Aufwärtstrend, 370 Wohnungen. Wissen Sie, was da möglich ist?
Die Beispiele von Herrn Greff waren schon richtig. Treptow-Köpenick 2.500 Wohnungen, Marzahn 1.500 Wohnungen, Lichtenberg 2.500 Wohnungen. Das ist möglich, wenn man es will. Offensichtlich wollen Sie es in Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf nicht. Ja? Ja, und ich sage, der Applaus wird vielleicht jetzt etwas schwächer werden. Aber ich sage, beim Bauen müssen auch Denkblockaden aufhören. Verantwortlichkeiten müssen tatsächlich benannt werden und jeder muss diese Verantwortung auch annehmen, der dafür gewählt ist. Aber Denkblockaden müssen auch aufhören. Ich war gestern ganz bewusst beim Spatenstich für das Hochhaus am Alex. Und da muss mir keiner irgendwas erzählen, für wen diese Wohnungen sind. Wohnungen in einem Hochhaus sind nie für alle. Das ist so. Allein schon die Auflagen in einem Hochhaus sind so, dass es nie wirklich eine Sozialwohnung ist. Aber es sind 377 Wohnungen. Und die 377 Wohnungen helfen auch. Und es gibt Möglichkeiten in der City West und in der City Ost, wo man Flächen anders nutzen muss als sonst wo in der Stadt. Gerade wenn wir nicht wollen, dass die Stadt irgendwie aussieht, muss man an ausgewählten Punkten sich auch mal was zutrauen. Und wir müssen uns in anderen Bereichen auch etwas zutrauen. Und wir müssen, wie gesagt, aufhören mit Denkblockaden. Ich habe hier im Parlament vor 8 Wochen oder so gesagt, ich akzeptiere nicht, dass Investoren in die Stadt kommen und sagen, weil ich ja Wohnung baue, muss mir die Politik alles möglich machen. Quatsch. Wir müssen überhaupt nicht alles möglich machen. Wir müssen uns mit denen hinsetzen und verhandeln, wie etwas möglich wird. Wie wird gestaltet? Welchen Sozialwohnungsanteil gibt es? Und wir müssen auch über Flächen reden, wie wir sie nutzen, nicht zubauen. Aber für die Bürgerstadt Buch und für den Rand von Tempelhof darf es keine Denkblockade mehr geben, meine Damen und Herren. Auch darüber müssen wir inzwischen reden. Und ich sage ganz bewusst, wir müssen jetzt darüber reden. Weil es nicht um eine mögliche Bebauung geht 2019, 20 oder 21, sondern es geht um eine Bebauung 25 folgende. Die Wohnungen, die heute gebaut werden, sind die, die 13, 14, 15 beschlossen wurden. Das heißt, wir müssen heute weitermachen, damit nicht wir hier, sondern die nächsten Berlinerinnen und Berliner, die, die noch hierher ziehen werden in den nächsten Jahren, damit die Wohnraum finden. Das ist die Verpflichtung der Politik, vorausschauende Politik zu machen, vorausschauende Planung zu machen und die Chancen, die man hat, mit Augenmaß nicht zu betonieren, aber die Chancen, die man hat, mit Augenmaß auch zu nutzen. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, meine Damen und Herren. Der zweite Punkt, bei Bauen, Kaufen, Deckeln, der zweite Punkt ist Kaufen. Ja, es wird weitergehen mit Kaufen. Wir haben gerade 6.000 Wohnungen für die GEWOBAG gekauft. Oder die GEWOBAG hat die 6.000 Wohnungen für das Land gekauft. So ist die Formulierung eigentlich richtig. Und ich habe den Vorschlag ja auch gemacht Anfang 2019 in meiner Jahrespressekonferenz, habe gesagt, ich kaufe alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, und das geht weiter. Sie werden es in den nächsten Wochen erleben, es wird weitere Zukäufe geben und es ist richtig neben dem Bauen. Denn es geht nicht nur darum, dass wir mehr Wohnungen haben, sondern es geht auch darum, dass wir über kommunalen Wohnungsbestand Einflussmöglichkeiten haben auf Quartiersentwicklung. Dass wir auch entscheiden können, wie wir mit Sozialräumen umgehen, wie wir mit Infrastrukturmaßnahmen umgehen. Und dazu hilft uns auch der kommunale Wohnungsbestand. Und ich will auch hier an dieser Stelle ganz klar sagen, ja, ich möchte kaufen, ich möchte kommunalisieren, aber in einem geordneten Verfahren. Und zwar in einem geordneten Verfahren, das wir im Senat beschlossen haben und das vom Hauptausschuss dieses Parlaments mitbegleitet und abgesichert wird. Wenn irgendjemand in Berlin meint, er müsste sich profilieren und den Mini-Robin Hood spielen und er müsste auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler allen alles versprechen und Millionenrisiken eingehen, dann muss das auch ausbaden, meine Damen und Herren. Dann muss das auch ausbaden. Für die Kommunalisierung von Wohnungsbeständen gibt es geordnete Verfahren und nicht auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und nun der dritte Punkt, das Deckeln. Der Mietendeckel. Er hat ja ganz bewusst auch zwei Komponenten. Wir wissen, dass das ein schwieriges Thema ist und juristisch umstritten ist. Machen wir uns da nichts vor. Wir haben ja nicht ohne Grund auch monatelang in der Koalition darüber verhandelt, wie wir damit umgehen. Ja, es ist richtig, nicht zuzugucken, das wäre der schlimmste Weg, sondern zu handeln und zu überlegen, mit welchen Instrumenten können wir konkret den Mieterinnen und Mietern helfen. Mir liegt am Herzen ganz besonders tatsächlich der Mietendeckel.
das Einfrieren, das Stoppen der Mieten, um eben diese Atempause auch den Berliner Mieterinnen und Mietern verschaffen zu können. Und ich glaube, wir haben für dieses reine Einfrieren der Mieten auch sehr gute juristische Argumente und gute juristische Chancen. Das Absenken ist umstrittener. Stimmt. Und wir werden sehen, wie die Gerichte damit umgehen. Und ich sage an der Stelle auch, auch wenn Sie es jetzt schnoddrig anhört, ich meine es nicht so, aber ich sage, na und? Ja, wir werden sehen, was die juristische Auseinandersetzung bringt. Und wir hatten sie immer. Wir hatten sie beim Milieuschutz, wir hatten sie bei der Zweckentfremdung, wir hatten sie bei der Mietpreisbremse. Und ganz oft bei diesen Instrumenten haben die Gerichte dann gesagt, liebe Politik, nicht nur in Berlin, so geht's nicht. Aber es geht vielleicht anders. Und das ist der Punkt, Das ist der Punkt, um den es hier eigentlich geht. Knickt die Politik schon im vorauseilenden Gehorsam ein und sagt, weil es 5 kritische juristische Stellungnahmen gibt, trauen wir uns nicht zu, wirklich regulierend in den Markt einzugreifen und den Mieterinnen und Mietern zu helfen? Oder sagen wir, ja, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen hier ein Gesetz formuliert, von dem wir ausgehen, dass es juristisch auch Bestand haben kann. Es ist umstritten und wir ertragen auch, eventuell korrigiert zu werden, um dann einen noch besseren oder anderen Weg zu haben. Ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Weg gehen und dass wir auch sagen, auch wenn es Risiken bringt, ganz bewusst gehen wir Risiken ein, weil nur zugucken schlimmer ist, als wenn man mal vor Gericht korrigiert wird und einen anderen Weg geht, meine Damen und Herren. An dieser Stelle sind wir deswegen diesen Weg gegangen mit dem Mietendeckel. Meine Damen und Herren, um es abschließend zu sagen, ich will weiterhin Gespräche auch mit Privaten führen und ich werde sie auch in den nächsten Jahren führen. Auch da gab es, ich weiß nicht mehr von wem von Ihnen, die Unterstellung, wir wollen ja praktisch schon mit dem Mietendeckel die Enteignung einleiten und kein privates Engagement. Quatsch. Ohne Private geht es gar nicht. Wir müssen irgendwas zwischen 18.000 und 20.000 Wohnungen pro Jahr bauen und wir schaffen mit unseren kommunalen Gesellschaften rund ein Drittel. Das heißt, wir brauchen privates Engagement. Es ist richtig und wichtig und ich will mit Privaten darüber reden und verhandeln, wie sie in dieser Stadt auch weiter aktiv sein können, auch mit den Handwerkerinnen und Handwerkern. Aber ich muss auch da mal sagen, die Baukonjunktur in Berlin hängt nicht alleine am Wohnungsbau. Wir haben 5,5 Milliarden für den Schulenbau. Wir haben 2 Milliarden für die Hochschulen. Wir haben 2 Milliarden für die öffentliche Verwaltung. Als ich ins Amt gekommen bin, war der Investitionshaushalt des Landes bei 1,4 Milliarden. Jetzt sind wir bei 6 Milliarden. Und da erzählt mir ein Handwerker, weil er das Klo bei der Idealgenossenschaft nicht mehr machen kann, kann er es auch nicht in einer Schule machen? Das ist doch Unsinn, meine Damen und Herren. Die hohen Investitionshaushalte werden weitergefahren und werden die Baukonjunktur beleben in unserer Stadt. Und das ist gewollt von Rot-Rot-Grün, dass es diese Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsplatzaufwuchs auch über die Investitionen und über das Handwerk gibt. Nein, meine Damen und Herren, ich will diese Dialoge weiterführen, auch wenn sie kritisch sind. Auch um das nochmal abschließend zu sagen. Das ist alles keine Spaßveranstaltung, mit den Genossenschaften am Tisch zu sitzen mehrmals, die eigentlich natürliche Bündnispartner für uns sind und man erlebt, wie wütend die sind. Ja, aber dann muss man dieses Gespräch führen und ich führe es. Und wir haben Regelungen aufgenommen, auch um auf die Genossenschaften zuzugehen. Und ich sage hier auch klar, ich werde auch weiter mit dem BBU diskutieren, auch wenn die uns kritisieren. Mit mir gibt es keine Zerschlagung des BBU und auch keinen Austritt der Wohnungsbaugesellschaften aus dem BBU. Diese Koalition hat gesagt, Beteiligungsrechte und Partizipation an erster Stelle, dann gilt das auch für unsere Kritiker. Und wir gehen auch mit denen in den Dialog. Nein, ich will diese Gespräche weiterführen, ich will privates Engagement, ich will sogar schon über die nächsten Instrumente mit Ihnen diskutieren und habe das angesprochen in Bezug auf die Privatisierungsbremse, die ja auch schon vor einigen von Ihnen mal vorgetragen wurde. Lassen Sie es uns doch verabreden. Es gibt bei den Berlinerinnen und Berlinern eine Sorge. 70% sagen, sie finden den Mietendeckel gut. Viele, die eher der CDU nahestehen, finden es gut, finden Eingriffe und Regulierung gut. Aber es gibt die Sorge, dass wir bei all den Regulierungen oder Rückkäufen, die wir jetzt machen, möglicherweise mal wieder etwas verkaufen, wenn es Berlin schlechter geht.
Lassen Sie es uns doch gemeinsam absichern. Mit hohen Hürden. Privatisieren nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Dann ist immer Regierung und Opposition mit dabei und muss sich auseinandersetzen. Oder über ein Volksbegehren absichern. Auch kein Problem. Lassen Sie uns auch solche Instrumente jetzt miteinander diskutieren. Angst machen. Angst machen oder drohen hilft niemandem, sondern nur konstruktive Vorschläge, wie wir in der Mieten- und Wohnungspolitik vorankommen. Die Mieterinnen und Mieter müssen im Mittelpunkt stehen unserer Überlegungen und ja, auch unsere Stadt, Herr Schaier, Sie haben recht. Wenn wir wollen, dass Berlin weltoffen bleibt, wenn wir wollen, dass Berlin die Stadt der Kultur und der Wissenschaft bleibt und wenn wir wollen, dass Berlin auch bezahlbar bleibt und damit einen Standortvorteil hat. Wirtschaftliche Entwicklung hängt auch daran, dass Unternehmen hierher kommen, weil es eine bezahlbare Stadt ist. Wenn wir aus den unterschiedlichsten Blickrichtungen genau das absichern wollen, für die Berlinerinnen und Berliner, für die Berliner Wirtschaft, für unseren internationalen Auftritt und für unsere Weiterentwicklung, wenn wir all das wollen, dann lassen Sie uns gemeinsam unsere neue Wohnungs- und Mietenpolitik miteinander tragen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Ich komme